Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei Planet Crafter. Und der Panny schwirrt hier irgendwo rum. Ich habe keine Ahnung wo. Auf jeden Fall. Blam, da sind wir wieder. Da ist er wieder hüpft. Ich hab's genau gesehen. Ja, das mache ich diesmal immer vorher, ja, direkt im Intro, weil dann sieht man das Hüpfen bei mir nicht. Wie wär's denn Hallo, einfach mal lieber. mit Tastatur umbelegen? Ich weiß Tatsache nicht, wo es hinbelegen soll. Das ist mein Problem, was ich habe. Das hat aber jetzt nicht mit dem Spiel zu tun, sondern eher mit dem LS, wisst ihr? Ach so, kannst du hier mit Ja. Steuerung Alt und dann irgendeine Taste, weil das ist ja E-Touch-Portal, glaube ich, ne? Nee, 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 mit den G5 und G4. An der Logitech. Und da hüpft er immer. Ach Kann so. dir nicht sagen, warum. Das ist ja merkwürdig. Ja, Ja, auf ich habe jeden das ja Fall alles über. Ja, genau. ein wunderschönes, ein Willkommen an dich und deiner Community. Ja, herzlich willkommen auch zurück zu dir, deiner Community und dir natürlich. So, jetzt habe ich es. Ja. Ja. Wollte ich nie unterbrechen. Jetzt kannst du noch mal das erzählen, was du wolltest. Ich habe das hier über Touch Portal, deswegen, ich habe das über keine Taste. Starten und so. Pausieren. Ja, Stumm müsste ich schalten. tatsächlich. Mache ich Tatsache, muss ich mir auch noch mal eine Taste anschalten. Weil für Discord gibt es ja auch ein Plugin zum Beispiel, dass wenn du da auf Stumm stellst und sowas, kannst du das ja über Touch Portal machen. Da brauchst du ja keine Taste zuweisen. Stimmt auch wieder, ja. Nö, so, das wollte ich nur gesagt haben. Ach du Scheiße. Ist das Schön, alles dass du schlecht? das jetzt erwähnst. Soll ich dir was sagen? Nein? Ja, meine ich. Alle bis jetzt aufgenommenen Teile sind ohne Tonspur von dir. Eieieiei. Jetzt bist du, glaube ich, wieder zu hören, hoffe ich. Sag mal was. Hallo, hallo? Nee, bist du immer noch nicht zu hören. Aha, ist das. Ach Mann, ist das. Und das aber nur, weil wir einen anderen Discord benutzt haben. Es ist doch Echt jetzt? scheiße. Ja. Warte mal, ich muss das kurz mal umstellen. Ah, das nervt. Eigenschaft. Nur weil wir einen anderen Discord benutzen. Schnüffelst du deine Videos jetzt über Da Vinci? Ja. Also normalerweise schneide ich gerne. Ja, Hm. aber das werde ich wohl leider pff, machen müssen. Ich habe leider noch keine mehreren Tonspuren, weil ich das nicht hinbekomme mit dem Dingens. Das ist aber nicht schlimm. Wenn du mir deine Tonspur schickst, kriegst du schon eingepflegt. Also das ist nicht das Problem, glaube ich. Weißt du? Ja, weil da hast du ja auch die Ingame-Sound von mir mit dabei. Und deine Tonspur. Ja, aber das Ich. macht ja nichts. Die schneide ich übereinander. Also das klappt schon Ja, dann. irgendwie. Ich gucke jetzt bloß gerade, warum ich deine Tonspur hier nicht rinkriege. Sag mal nochmal was. Hallo, hallo. Ja, bist drin. Das ist ja zum Kotzen. Das gucken wir sonst normalerweise immer nach. Wir haben es Ja, jetzt zweimal nicht gemacht und zweimal ist es passiert, ne? aber wollte gerade sagen, also das war jetzt wirklich mal richtig ätzend. Zum Glück ist mir das jetzt gerade aufgefallen, wo du gesagt hast, kannst du ja über Touch Portal machen. Und da habe ich dann gesehen, ach du Scheiße. Das ist die ganzen oder nur diese Folge? Alle Folgen, die wir vorher gemacht haben. Oh, schön. Also das heißt fünf Teile. Ah, schön. Naja, sieht schlimm aus. Wollte ich gerade sagen. Also aller Medieval und die erste von denen. Brauche ich denn mal von dir. Ah, Jo. nee, das kotzt mich ja an. Naja, gut. Wir haben den Fehler auf jeden Fall gefunden. Jo. Beim nächsten Mal, wenn wir anfangen,
mit Aufnahme, Kontrolle. Schreib das am besten auf deine beiden Spickzettel. Ja, das ist eine gute Tonkontrolle. Idee. Weil sonst vergessen wir das Mist. wieder. Ist das ein Mist, ey. Das geht mir schon wieder auf den Sack. Gut, okay. Was wollten wir jetzt? Wir wollten noch mal gucken, ob wir werte technisch noch irgendwas machen können. Kalle, hast du schon umgebaut jetzt, oder? Jo, bei mir ist alles so wie es soll. Der nimmt fünf Stück, haut er zusammen. Also fünf pusht er. Mehr geht nicht. Okay. Was hältst du denn davon, wenn wir jetzt zu deiner blauen Markierung gehen und Das wollte ich gesagt haben. Ja. das Zeug abholen? Ja, wollte ich auch. Und auf dem Weg mal gucken, ob wir vielleicht dann noch ein bisschen was mitkriegen, dass wir Uran und die Iris nochmal abholen. Iris hatte ich zwischendurch schon abgeholt. Achso. Uran können wir noch mal gucken, ob wir da noch mal. Aber ich glaube, wir haben ja keine. Warte mal, ich guck mal noch mal, wie viel das braucht, um zu dem neuen Bohrer zu kommen. Wo da das Problem liegt. Der neue Oh. Bohrer ist wo? Pani? Ja? Wir haben hier einen Wärmemultiplikator-Sicherung drin. Wo denn? Hier in der linken Ankommenkiste. Okay, na dann können wir hier unten auch noch mal einen hinsetzen. Ja. Aber würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Lass uns erstmal zu deinem blauen Ding gehen. Und einen goldenen Samen, was hier auch noch drin. Ja, lass uns mal zu deinem Ding gehen und dann Mein Ding. na, zu deiner blauen Markierung. Ich habe auch Sauerstoff mit, also falls, wo bis jetzt? Bin draußen hier. Wo ist das Moped hier? Komm mal Ja, ich her. weiß nicht. Bitte. Da ist er doch. Okay. Du fährst? Okay, oder du fährst. Nö, ich hab keine Lust. Ja, sitz ab. So, sehe ich den? Da. Da. Komme ich hier rüber etwas hin? Ja, ne? Musste Da geradeaus hinten rechts, fahren. ne? Naja, über den See wirst du nicht fahren können. Also musst komplett immer geradeaus fahren. Haben die Oder einen fahren wir langsamen? ganz. Ich weiß nicht, wirkt fast so, wa? Ja. Also irgendwie bei mir ruckelt der wie Sau. Kommt mir recht langsam vor. Naja, ich meine, gut, wir haben ja das Schnelligkeitsupdate, haben wir ja, glaube ich, erst die Stufe 1, wa? Haben wir hier schon alles drin? Ich weiß nicht, Oh, guck mal. ein Hier ist Update hat grün. es schon gemacht, volle. So, hier ist grün. Bei mir nicht. Aber hier ist hier alles grün. Also, er ist nur so einen grünen Boden halt, ne? Der See ist hier schon. Komme ich da dran vorbei, da hinten? Nein. Musst du jetzt nach links fahren? Vielleicht, ja. Fahr mal in Richtung Stargate. Guck mal, hier rechts der Stein, der ist grün bei mir. Grün befleckt. War da gerade. Ich kann mich leider nie umgucken im Ach Auto. so. Ich kann ja nichts machen. Oh, jetzt bin ich ausgestiegen. Stopp! Setz dich da mal auf. Jetzt kann ich mich wieder in die Ruf setzen. Eck. Alter, kannst du dich hier nicht draufstellen? Also, das Boah. Auto. Das ist noch so verbuggt, dieses Auto. Oh, hallo, ey. Keine Chance. Lass uns laufen. Ich hab die Schnauze Ja, voll guck mal, von der hängt dir. sowieso am Boden jetzt. Ich komme nicht mal raus, ne? Oh, jetzt. Kannst du dich jetzt hinten drin setzen? Ja. Ist auch komisch, ey. Ach, wir können durchs Wasser fahren. Das ist ja. das ist ja auch gut. Oh, da hinten ist alles grün bei mir hier. Sieht zwar aus, zwar wie atomarer Abfall, aber. Blub, blub, blub.
Überall grüner Schuppen, Film drüber. Über den Boden. Also da muss ich ja sagen, dass sie die Autos in Satisfactory bei Renten besser gemacht haben. Jo. Außer der kleine Postwagen, nenne ich den immer. Der ist, glaube ich, ein bisschen. Oder haben die den mittlerweile besser zum Lenken gemacht? Den habe ich nämlich letzter Zeit gar nicht mehr gebaut. Den habe ich noch nie, das weiß ich nicht. Ich habe mir erst den kleinen LKW und den. Was ist das? Wo ein Buggy? Achso, ja. Die sind echt gut vom Fahrverhalten. Also ja, ne? Die sind super. Also die sind schon länger schon so. Meine Jüte, davon mal abgesehen, dass ich immer dann in eine Welt runtergefallen bin, wo ich sie nie wiederkriege, aber ja. Echt? Das ist mir noch nie passiert. Ja, einfach weil ich zu schnell unterwegs bin dann. Achso, ja. Und dann irgendwo mal runterspringe, wo ich eigentlich hätte nie runterspringen sollen. Und das Blöde ist, da ist dann die Totenkiste und dein Auto und du kriegst aber weder nie wieder. Also da bekloppt jemand. Okay, das ist natürlich sehr gut. Ich meine, das hatten die eigentlich nach einem Patch gefixt gehabt. Stand irgendwann mal da drin. Ja, es stand drin, haben sie aber nicht. Ja. Kann ich mit Sicherheit sagen, dass sie das nicht gemacht haben. Mhm. Wo willst und wenn, dann funktioniert das nicht richtig. Das ist schlecht. So. Schon in der Nähe? Ja, müsste man ja fast da sein, wa? Ich kann nichts sehen, weil ich da nur nicht, mich nicht umgucken kann. Ja, ja, das ist doof, wa? Mhm. Ich will, jetzt noch nicht aussteigen. Nee, wenn du jetzt die Taste drückst, bist du auch raus. Also, ja. Und dann kommst du vielleicht wieder nie rein, so wie ich gerade. Mhm. Aber da müsste dann nochmal ein Update kommen. Ich denke mal, das liegt am Multiplayer dann. Meinst du wegen der Sync? Ja. Ich bin jetzt bei denen auch nicht im Discord oder so, aber Medieval und Tengoku bin ich ja in einem Discord drin bei denen. Mhm. Nein, das war clever, Pony. Jetzt hängst du wieder. Oh, ich meine Luft. So, ich sitze wieder dran. Also hinten kriegst du keine Luft dazu. Hinten kriegst du keine Luft? Nö. Und du? Also ich habe gerade eben, ich habe noch zwei Sauerstofftänkchen mit. Also jetzt nur noch einen. Ja, da musst du rechtzeitig Bescheid sagen. Ja. Oh, hier sind wir hier. Ich habe ja hier eine Hütte gebaut gehabt. Jetzt habe ich hier eine. Wo habe ich denn die Lampe jetzt her? Wie geht die Lampe nochmal an und aus? F. Achso, toll. Ich habe alle ausprobiert, nur nicht F. Das ist natürlich clever. Mhm. So, bist du schon unten, oder? Ich bin noch hier oben, aber hier oben brauchen wir nicht. Da können wir nachher mal. Ich bin schon runter, ja. Ach da. Na, so viele ist da hier ja nicht mehr. Warte, ich weiß, die ganz, ganz unten müsste noch was sein, glaube ich. Entweder da oder in den Schränken oben. Hier ist noch drin. Die habe ich ja schon gelesen gehabt, die. War da irgendeine Wand, die ich weggemacht habe, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube hier, bevor du den Raum, wo die Nachrichten sind, die hattest du geweckt. Ich habe jetzt alle Kisten leer gemacht und ausgeräumt. Also da war aber nicht wirklich. Was drin, wo ich sage, ja, hätte man unbedingt holen müssen. Ja. Ach, das war hier wegen den technischen Schutt hier. Deswegen.
Hatte ich das, glaube ich, gesagt. Hier, die Rechendinger hier. Das sind ja so Platten hier, ne, weißt du? So. So, ich pack jetzt mal alle Blumen ein, die hier drin sind. Ah, ich laufe hier falsch. Ach da. So. Ja, dann können wir eigentlich mal in Richtung Obsidian fahren. Was hältst du davon? Jo, haben wir hier noch was drin in den kleinen Hütten. Ja, das ist nicht so, dass drin benötigt wird. Oh, hier ist noch was zum Auslösen. Erreiche zuerst 175.000 TI und erschaffe eine blaue Atmosphäre. Haben wir doch schon. Nee, haben wir noch nicht. Ach doch, 150, haben wir schon. Oh. Ja, ja. Warte mal, was trinken. So. Jetzt kommst du nicht mehr ran? Nee, ich habe nur in die Kiste reingetan, was. Warte mal, ich. Doch jetzt. Nur falsch geguckt. Hui! Hui, was ein Deck. Oh, hier liegen Iris herum. Wie heißt denn das Zeug nochmal? Iridium. Ach ja, stimmt. Waren wir hier schon? Nee, deswegen fahr ich ja hier hin. Ah, das kannst du sagen, das kenne ich gar nicht irgendwie. Ach, da wollten wir letztes Mal schon hin, ne? Hier? Ja. Schade. Und deswegen, oh, haben wir nämlich schön ein großes Raumschiff. Schön. Was wir nochmal abklappern könnten. So, warte mal, ich baue hier uns erstmal mal zum Sauerstoff holen was auf. Na, ich habe hier noch Eisen drin, wenn du brauchst. Bei ihm kurz, achso, du bist ja. Die Schränke drin stellen. Seit wann haben sie das denn weiß gemacht? Was? Na, also wenn du noch kannst, stell mal noch einen Schrank hin, bitte. Oh, ist eine Kiste, oder? Ich hab leider kein Eisen mehr. Drei Eisen waren es, ne? Drei, ja. Zwei sind hier noch drin in dem Schrank. Oh, ich hab schon drei. So, dann würde ich sagen, ab ins Raumschiff, wa? Ab dafür, Büro! Herrlich, guck mal, was hier rumliegt. Aber erst Raumschiff. Wollte gerade sagen, erst Raumschiff. Ja, das hier und das andere da, oder? Ne, hier ist ja gar nichts. Rein. Du kommst nur hier rein. Wart auf mich! Wo bist du? Ach, da. So, einer rechts, einer links. Welche Seite willst du? Ich geh rechts. Ja. Das kann ich gar nicht machen hier. Die Technik. Man macht das natürlich wie immer, der sammelt alles ein. Ja, hier dran. Sind kann ich. Iridium nur, den Rest lasse ich drin. Ich bin gerade ein wenig fest.
Es gibt hier aber die Möglichkeit der Befreiung, ja. Die ist nie so offensichtlich wie in Medieval, aber es gibt diese Funktion. Gut. Kann ich nur sagen, weil ich hatte mich schon mal irrtümlicherweise in die Luft gesprengt. Irrtümlicherweise. Naja, weil ich gedacht habe, dass es keine Befreitaste gibt. Gab es aber doch. Wusste gar nicht, dass das geht. Oh, ich habe einen Klamottenschrank gefunden. Haben wir aber, glaube ich, schon die Klamotten. Bist du hier oben oder bist du immer noch unten? Ich bin oben. Okay. Hier ist Ich bin auf meiner Fusionskern. Seite. Ja, genau. Das ist meine Seite quasi eigentlich. Ja, ich habe mich verlaufen ein bisschen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo es rausgeht, also. Das macht nichts. Naja, nö. Ich bin oder sterbe. Ich sterbe ja nur, aber ich komme ja eh hier an. Ach so, du hast jetzt auch. Habe ich jetzt hier alles? Hast Kann du man sich alles durch Speck war? machen? Nur so wie es aussieht, ja. Zerlegen Trümmer. Ich habe hier irgendwelche Trümmer zerlegt, aber hier war nichts. Komisch. So, wo bist du denn hin? Bin hinter dir. Ist hinter mir? Können wir nämlich wieder raus erstmal. Also hier müssen wir dann Tatsache nochmal rennen, wenn wir. Oh, schnell! Ja, ich bin aber Arschloch! gefallen. Ah, es wird schon dunkel! Ach, ey, das war da ganz knapp vorher! Ich weiß jetzt nicht, ob ich reinkomme, aber ich finde, irgendwo hänge ich gerade zwischen. Ich kann Du nichts mehr hängst machen. hier, du hängst in der Luft. Ja, ich kann nichts mehr machen. Okay, muss Ich kann ich nichts vielleicht machen. kurz mal ausloggen, einloggen. Warte mal. Wie kann man sich denn hier, Escape-Taste drücken. Warte mal, da gibt es eine Einstellungstaste. Ich guck mal in die Steuerung. Befreien ist F4. So, F4. Ne, selbst das kann ich nicht benutzen. Ja, okay, dann musst du Tatsache immer raus und Ich wieder mal. rein. Komme ich denn wieder so rein bei dir? Wenn nicht, lade ich dich nochmal ein. Sollte nicht das Problem sein, denke ich. Mich, glaube ich, da mal einladen. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Jetzt Bescheid. Entschuldigung für Keine Ahnung. den schwarzen Bildschirm, Leute. Ist gleich wieder weg. Das Spiel hat mich mal eben kurz in die Wand gepflanzt. Ich bin, glaube ich, nämlich kurz Millisekunden vor der Tür, glaube ich, draufgegangen. Naja, ich eigentlich auch, ja. Und dadurch, dass du dann auch da drin gespawnt bist, sozusagen, bin ich wahrscheinlich Habe ich weiter dich, rechts gespawnt und hast mich weggedrückt in die Wand, ja, habe sozusagen. dich in die Wand geschubst. Ja. So, es lädt. Sehr schön. Und bin wieder da und kann mich bewegen. Juhu! Yeah. Naja, dann kannst du ein paar Sachen einpacken und dann können wir weiterfahren. Achso, einpacken. Habe ich nur ein bisschen Eisen noch mit. Das tue ich dann in die Kiste. Und ich möchte nur Eisen da rein tun, weil bevor die nachher irgendwie kaputt geht, ne? So, ich sitze. I'm sitting here in the boring room. Da war eine Kiste rechts. Zeig mal eben kurz ab, warte mal.
wir denn jetzt hin? Eigentlich da direkt, wo du ausgestiegen bist. Ach hier, oh, toll. Hab die zweimal überflogen. Oh, ein Triebwerk. Sehr schön. Ich geh mal in Deckung. Ach, da ist noch so ein Ding. Ja. Kuckuck. Und tschüss. Ja, das Schwefel könntest du vielleicht nochmal mitnehmen, aber ansonsten. Oh, hier haben wir noch eine Leiterplatte. Kannst du die noch einpacken? Warte, ich habe Iridium, Schwarzpulver und Iridiumstab gefunden. Oh, guck mal, hier sind Fenster, da siehst du aufs Lava-Au drauf. Oh, da sind zwei Iridiumstäbe drin. Und noch ein Wärmemultiplikator. Wo denn? Noch eine runter. Da ist dann noch mal Schwefel drin. Hier in dem Schrank hier. So, Nachricht lesen. Soll ich noch vorlesen, oder? Ja, kannst du machen. Also. Aber jetzt bin ich ein Gefangener, körperlich gefesselt in einem Kerker und geistig gefangen in einer Idee. Einer schrecklichen, einer abscheulichen, einer unüberwindlichen Idee. Ich habe nur einen Gedanken, eine Überzeugung, eine Gewissheit. Zum Tode verurteilt. Xiaodan, Jahr 3055. Na dann. Hört sich ja nie so berauschend an für ihn. Nee, ich tue mal das hier rein und nehme mal das Schwefel lieber mit, das ist dann ein bisschen wichtiger. So, ist da sonst noch was? Nee. Ach, hier ist auch noch ein Schrank. Was hast du noch gesagt? Wo kann ich noch was mitnehmen? Nee, hat sich schon erledigt. So. Also wieder hochgehen und dann up and out. Weil ich glaube, Sauerstoff ist gerade schon wieder ein bisschen knapp. Hier, komm, jetzt du ihn mal. Was fahren oder was? Nee. Na, zum Sauerstoff holen. Einsteigen. Ich habe das Problem, dass ich kein Wasser mehr habe. Also ich würde wahrscheinlich gleich wegknippeln. Dann baue ich lieber hier noch eine Hütte hin. Kann ich nicht, die steht da hinten. Hab jetzt kein Material mehr dafür. Ich habe auch kein Titan. Haben wir auch wo Titan rumliegen? Ja. Also wir können ja mal mit dem Auto ein Stück weiterfahren. Warte. Titan und Silizium. Titan ist hier. Ah, ich hab auch weiter. So, aber bei mir nippel ich auch wahrscheinlich später ab. Ich habe zwar noch was zu essen, aber ich habe nichts mehr zu trinken. Das heißt, wir nippeln jetzt gemeinschaftlich erstmal weg hier vorne. Ja, bei mir dauert das ein klein wenig, aber. Ich, du Eisen hattest du noch im Auto drin, oder? Mhm. Du könntest ja hier vielleicht nochmal zwei Schränke drin stellen. Aber eigentlich könnten wir auch. Also ich bin gerade weggenippelt. Eigentlich könnten wir abmoderieren. Ja, okay. Was liegt denn hier rum? Ach so, das ist vom Himmel gefallen. Achso. So, okay. Tun wir das. Machen wir Abmoderation. Genau, bis gleich. Bis gleich. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Reinschauen und denkt dran, beim Pani auch mal reinzuschauen. Link ist unten in der Beschreibung. Wir sehen und hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.